Ich möchte mal kurz ein Loblied auf Sonneberg singen. Also ohne zu singen, denn ich will ja nicht, dass ihr weint. Also ich will schon, dass ihr weint, aber aus anderen Gründen, dazu gleich mehr. Sonneberg ist ein Landkreis in Südthüringen. Und in Sonneberg gibt es ein paar tolle soziale Projekte und Initiativen. Für Vielfalt, für Geflüchtete, für Menschen mit wenig Geld und gegen Rassismus. Und ich will hier natürlich keinen Spendenaufruf starten, aber sagen wir so, es wäre eventuell möglich, dass diese Initiativen in den nächsten Jahren ernsthafte Finanzierungsprobleme bekommen, weil in Sonneberg gerade der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt wurde. Und es wäre doch irgendwie faszinierend, wenn sie ihre nun noch viel wichtiger gewordene Arbeit fortführen könnten, weil Menschen aus ganz Deutschland auf die Idee kämen, sie zu googeln und zu unterstützen. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Mehr als 31% der wahlberechtigten Menschen in Sonneberg haben bei der Landratswahl die AfD gewählt. Gut 28% den CDU-Mann und über 40% fanden das Ganze einfach nicht wichtig genug, um vom Sofa aufzustehen. Und ich bin fassungslos. Allmählich habe ich das Gefühl, als sei Demokratie nicht mehr als ein merkwürdiges Hobby von ein paar Freaks. Wenn du zum Beispiel sagst, dass eine Polizeiuniform nicht für Parteiinteressen instrumentalisiert werden soll, wegen Gewaltenteilung oder so, oder dass politischer Diskurs nicht auf Lügen fußen darf oder dass eine Regierungspartei, die durch kindische Bockigkeit die Handlungsfähigkeit der Koalition fast lahmlegt, der Demokratie schadet, weil sie Politikverdrossenheit fördert. Wenn du irgendwas davon sagst, wirst du angeguckt wie ein Trekkie, der sich darüber aufregt, dass jemand Star Wars statt Star Trek gesagt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Unterscheidung nicht wahnsinnig wichtig wäre, aber wenn du Star Wars und Star Trek verwechselst, guck dich halt jemand böse an. Wenn du Demokratie und AfD verwechselst, landest du im schlimmsten Fall in einem anderen Universum. Und gerade für Juden und Jüdinnen, für Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Behinderung, für nicht-binäre Menschen, für People of Color, ist das ein ziemlich gefährliches Universum. Und natürlich können wir darüber reden, wer die Schuld an der Wahl und dem bundesweiten Umfragehoch der AfD trägt. Wir können sagen, die Talkshows sind schuld, weil sich da Faschisten inszenieren dürfen. Friedrich Merz ist schuld, weil er Stimmen am rechten Rand fischt und dabei Sprache und Inhalte der AfD übernimmt und dadurch normalisiert. Robert Habeck ist schuld, weil Wärmepumpe. Die Bild ist schuld, weil sie existiert. Ich bin schuld, weil es Leute gibt, die jederzeit die AfD wählen würden, einfach um mich zu ärgern. Keine Ahnung, ob Schuldige zu suchen nun irgendwelche Probleme löst. Aber ich möchte mich da einreihen in die Riege der Ahnungslosen, die trotzdem mit Schuldzuweisungen um sich werfen. Was sollen wir auch sonst tun? Achtung, es geht los. Die SPD ist schuld. Eine ernstzunehmende Partei, die glaubhaft für soziale Politik steht, für die Aufhebung von Ungleichheit, für die Anliegen der sogenannten einfachen Leute. Also alles, was linke Politik eigentlich ist. Eine solche Partei fehlt. Die Partei, die sich selbst die Linke nennt, wird gerade von Sarah Wagenknecht aufgefressen. Mit der ist also aktuell wohl nicht zu rechnen. Bleibt die SPD. Aber was soll die SPD schon tun? Es ist ja nicht so, als würde sie momentan die Bundesregierung anführen und könnte diese Gelegenheit nutzen, um auf großer Bühne zu zeigen, dass soziale Gerechtigkeit und bürgernahe Politik auf Bundesebene möglich sind. Ich meine, das wäre schon toll, wenn sie das könnte, aber da sind der SPD leider die Hände gebunden von... Ja, von wem eigentlich? Ich weiß, es ist unfair. Die SPD ist nur ein bisschen schuld. Keine nicht rechte Partei oder Person in Deutschland ist wirklich schuld, wenn Leute Rechtsextreme wählen. Obwohl, das stimmt nicht. Die Grünen sind natürlich schuld. Friedrich Merz sieht nämlich nach dem Wahlsieg der AfD die Grünen als Hauptgegner. Wirklich, das ist seine Schlussfolgerung. Das ist ein bisschen, als würdest du im Meer schwimmen und während dir gerade ein Hai ein Bein abbeißt, beschließt du, fortan all deine Energie darauf zu verwenden, Nemo zu verprügeln. Ich habe ja eine viel abwegigere Idee. Wer zumindest auch eine winzig kleine Teilschuld am Wahlergebnis in Sonneberg haben könnte, die knapp 6.000 Leute, die die AfD gewählt haben. 6.000! Das sind übrigens wirklich nicht viele Menschen. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht der viel beschworene Dammbruch ist. Vielleicht ist es ja ein Dammriss. Wer schon mal ein Kind geboren hat, weiß, schön ist ein Dammriss nicht, aber kann man nähen. Wird wieder, aber man muss halt etwas dafür tun. Zum Beispiel den Leuten, die die AfD wählen, sagen, dass das keine Lappalie ist. Schon gar nicht in Thüringen, wo die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Wo sie von Björn Höcke geführt wird, der für eine Reinigung Deutschlands eintritt. Ja, das zu erwähnen ist Wählerbeschimpfung. Ich weiß von mir aus, wie überheblich, wie entmündigend wäre es denn, Menschen, die die AfD wählen, nicht dafür zu beschimpfen. Sollen wir nur ihre Sorgen
Sorgen und Ängste ernst nehmen, aber nicht ihre Handlungen. Das sind doch keine Kinder. Ich verstehe wirklich alle, denen das Rumgeeiere der Ampel auf die Nerven geht. Oder die nichts mehr lieben als ihre alte Gasheizung. Oder die sich von arroganten Weibern wie mir nicht erzählen lassen wollen, dass sie irgendwas falsch machen im Leben. Verstehe ich alles. Aber deshalb kann man doch keine Faschisten wählen. Ich verstehe auch alle, die keinen Bock aufs Gendern haben. Sogar mich nervt das Thema ja schon. Aber das liegt halt daran, dass AfD und Union ständig übers Gendern reden. Sonst hätten wir das längst klären können. Von mir aus klären wir es jetzt schnell. Dann muss wenigstens deshalb niemand mehr demokratiefeindliche Parteien wählen. Also, wir gendern einfach nicht. Wir nennen immer nur ein Geschlecht, dann gibt es auch keinen Stress. Nachdem nun sehr lange die Männer dran waren, erscheint es mir nur fair, wenn wir die nächsten, sagen wir, 100 Jahre nur die weibliche Form nennen und in den 100 Jahren danach sprechen wir nur die Gender-Sternlücke, die für alle nicht-binären Personen gedacht ist. Es wird dann ein sehr schweigsames Jahrhundert. Ist doch auch mal ganz schön. Und dann sind wieder die Männer dran. So, Problem gelöst. Wenn jetzt noch Christoph Ploss von der CDU endlich ein neues Thema findet, müssen wir nie wieder übers Gendern reden. Aber zurück zur Schuldfrage. Wenn Deutschland tut, was momentan viele EU-Länder so schön vormachen, nämlich RechtspopulistInnen an die Macht zu bringen, dann sind wir alle schuld. Aber wir können ja ruhig auch mal anerkennen, dass es ein schwieriger Kampf ist. Da ist auf der einen Seite der zündelnde Rechtspopulismus, der einfache und sehr bequeme Scheinlösungen für komplexe Probleme anbietet, der jeden Scheiß erzählen kann, der überhaupt kein Problem damit hat, den ganzen Laden, der sich Demokratie nennt, in Brand zu stecken und der sich nicht mit so nervigen Nebensächlichkeiten wie Anstand, Skrupel oder Realitätsbezug aufhalten muss. Und auf der anderen Seite sind da viele Menschen, Akteurinnen und Parteien, die sich zwar auf die Demokratie einigen können, sonst aber auf so ziemlich gar nichts, die natürlich gegen den Faschismus sind, aber halt auch gegeneinander, die eigene Machtinteressen verfolgen, die entweder viel komplizierter, elitärer, ungemütlicher und nerviger sind als alles, was der Populismus verspricht. Oder die man manchmal kaum von den Populisten unterscheiden kann, weil sie so beschäftigt damit sind, sich von allem linksgrün Versifften abzugrenzen, dass sie für ihre Brandmauer nach rechts nur noch klapprige Worthülsen übrig haben. Friedrich Merz will nicht, dass die AfD gewählt wird. Das muss ja wahr sein, auch wenn sein Verhalten diesen Satz fast unglaubwürdig macht. Er will selbst gewählt werden. Sarah Wagenknecht will nicht, dass die AfD gewählt wird, auch wenn sie kein riesiges Problem damit zu haben, scheint sich von ihr feiern zu lassen. Auch sie will selbst gewählt werden. Der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer schreibt, er würde sich lieber den Arm abhacken lassen, als sein Kreuzchen bei der AfD zu machen. Ich will ihm das glauben, auch wenn ich seine Arbeit dann nicht verstehe. Und zwar nicht, weil ich keine anderen politischen Meinungen aushalten würde. Es geht um dieses absichtliche Missverstehen im gesellschaftlichen Diskurs, um das eigene Feindbild nicht überdenken zu müssen. Dieses ewige aus dem Kontext reißen, das Framing, das gewollte Zersetzen der konstruktiven Debatte. Das Fleischhauer zusammen mit seinen Kollegen Poschert, Reichelt, Reitschuster und so weiter betreibt. Denn das schwächt die Demokratie und es stärkt den Populismus. Die Frage ist nicht, ob Merz oder Fleischhauer wollen, dass die AfD an die Macht kommt. Natürlich wollen die das nicht. Die Frage ist, ob ihnen wichtig genug ist, dass sie nicht an die Macht kommt. Und das gilt für uns alle, für alle, die die Wiederkehr des Faschismus verhindern wollen. Es ist nicht nur keine Option, eine faschistische Partei zu wählen. Es ist auch keine Option, nicht zu wählen. Und es ist mit Sicherheit keine Option, seine gesamte berufliche Schaffenskraft darauf zu verwenden, wegen Nichtigkeiten Empörung und Ressentiments zu schüren und das gesellschaftliche Forum so lange mit Shit zu flooden, um das mal in gutem Deutsch auszudrücken, bis einfach niemand mehr vernünftig miteinander reden kann. Es muss bei allen Differenzen einen gemeinsamen Kampf aller Demokratinnen für die Demokratie geben. Das heißt zum Beispiel, dass wenn die CDU wie letzte Woche bei Frau Pechstein dafür kritisiert wird, dass sie die Gewaltenteilung missachtet, um eine Polizeiuniform für sich sprechen zu lassen, du als Journalist Jan Fleischhauer nicht deine nächsten Tage damit verschwendest, ähnliche Verfehlungen anderer Parteien rauszusuchen, um irgendwie kontern zu können und dann mit sowas Luschigem aufwartest wie die SPD hat schon mal der Feuerwehr gedankt, wo ist der Aufschrei? Als hätte die Feuerwehr irgendwas mit Gewaltenteilung zu tun und als sei das überhaupt in irgendeiner Form vergleichbar oder ähnlich schlimm. Wenn die CDU die Gewaltenteilung missachtet und du als Journalist das verharmlost, weil sie dir politisch nahesteht, dann stellst du in dem Moment deine politischen Überzeugungen über den Schutz der Demokratie. Es gibt in der öffentlichen politischen Debatte, die wir hier führen, zu viele Leute, die jeden Morgen aufwachen, die Welt anschauen und denken, wie kann ich das, was seit gestern passiert ist, so drehen, dass ich damit den anderen eins reinwürgen kann. Und das ist das Problem. Und wenn ihr euch jetzt darüber streiten wollt, ob die linksgrünen Versifften das nicht genauso machen, von mir aus, streiten wir darüber. Solange wir uns darauf einigen können, dass das ein Problem ist. Natürlich passiert das auch andersrum. Wenn die Journalistin Franka Lehfeld in einer Sendung die Rote Armee mit der RAF verwechselt, kann man auch einfach mal sagen, oh,
da hat sie sich wohl versprochen, anstatt tagelang Twitter brennen zu lassen, bloß weil sie die Ehefrau von Christian Lindner ist. Es muss einen gemeinsamen Kampf aller Demokratinnen für die Demokratie geben. Und Sonneberg hat gezeigt, dass das geht, auch wenn es nicht gereicht hat, weil es viel zu punktuell war. Alle demokratischen Parteien haben sich vor der Stichwahl für den CDU-Kandidaten ausgesprochen. Und wo wir bei Christian Lindner sind, den ich ja nur sehr selten lobe, der hat beim Bürgerdialog in Weimar das hier gesagt. Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD. Niemand, der, ich sage mal, aus sozialpolitischen Gründen sagt, ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Aber da wird man nicht im Notfall. Und das brauchen wir. Ein Grundverständnis dafür, wer die aktuell größte Gefahr für die Demokratie ist. Und ein Geradestehen über Parteigrenzen hinweg gegen diese Gefahr. Ich beschließe diese Folge also mit einem Satz, den ich so auch eher nicht von mir erwartet habe. Nehmt euch ein Beispiel an Christian Lindner. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich habe das gerade wirklich gesagt. Das war Positive Reden für diese Woche und auch für die kommenden 2 Monate. Denn jetzt ist Sommerpause. Anfang September geht es weiter. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass es diese Woche Neuigkeiten gibt. Aber es ist jetzt so, Dreisat hat gesagt, ich darf es noch nicht verraten. Jetzt habe ich Dreisat gesagt. Jetzt habe ich was verraten. Huch, ja, das ist jetzt so. Ich verrate es euch im September. Dann darf ich nämlich. Habt einen schönen Sommer. Seid lieb zueinander. Wir sehen uns am 6. September wieder. Bis dann.